So. Hallo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sennett, ich komme zu einem neuen Video von mir. Ich mache live auf Twitch. So. Und habe 24-6 mit Tocqueville Deck. Habe jetzt wieder angefangen zu spielen seit ein paar Tagen. Also seitdem die Expansion herausgekommen ist. Seit Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag. Und bin jetzt hier. Habe mich schnell hochgespielt. Habe voll wenig Spiele sogar gemacht. Für letzten Monat. Und wollte jetzt zusammen on stream und live auch für YouTube direkt mal hier First Take, One Take Legend machen. Und danach sogar noch ein Pack öffnen. So. Also 6 ist echt gut. 24-6 auf jeden Fall. 1 nice 80% bei 30 Games. Und davor insgesamt 20, 40, 58 Spiele. Das heißt, ja, okay, das ergibt Sinn. 38, 17, krass. 30, 38, das heißt, ich habe mit dem anderen Deck 8 zu 12 gehabt. Und dann habe ich halt gewechselt. Ja. Okay. Nice. Okay. Ja. Und dann auf Cut Draw nächste Runde. Ja. Aber ich kille nicht. Diese 4 Mana ist Belash für den, egal. Ist nicht die Sache. Okay, Imp, so. Wenn er sich jetzt hielt und die Combo macht, dann wäre das echt. Das tut weh. Aber ja, ich rampe mich hoch auf. Also ja, of course. Eigentlich hätte ich gezogen, aber. Dann kill ich einen. So. Obwohl mit. Ja, aber ich kann nicht warten. Oh, nächste Runde mit Card Draw verbinden. Er kann schon Tocqueville jetzt spielen. Ne, aber das ergibt keinen Sinn. Moment. Warte, hä? Also ich. Bumm. Hat immer noch 4. Nächste Runde kann ich mit Card Draw verbinden. Ach, vielleicht sehe ich was Teures, das ich kann. So ist das nicht. Yo, of course. Ja, alles klar. Ja, nee. Ja, GG war. Okay. Ja, das war. Okay. Das lasse ich alles drin, kein Problem. Dann holen wir das Spiel jetzt zurück und dann zack. Jetzt habe ich 23, 24, 7. Und dann mache ich daraus 25, 7. Und 26, 7 ist das mehr als 80% oder weniger? 26, 7, das heißt aus, na, ja, aus 33. Ich 26 raus. Hä? 26 durch 33. Ja, ist weniger. Aber was soll's, okay. Wie du brauchst das Deck nicht, das ist übertrieben einfach. Okay, komm, jetzt das allerletzte Leafle Game. Das allerletzte Legend Game. Aber jetzt for sure. Das ist einfach. Das Sp
Du musst halt wegen immer nach Matchup gehen und dann halt Karten ziehen oder halt nicht Karten ziehen. Das ist das Wichtigste. Das will ich auf jeden Fall abmachen. Aber ich brauche dafür eine Nadel oder so, glaube ich. Aras, den hab ich. Na, nee, der hieß jemand was. Wie kein Legend. Nein, Bruder, ich hab doch verloren davor. Ich hab mein erstes Spiel verloren auf YouTube. Jetzt. So. Ist das. Ja, Swipe, komm. Ein Game. Das ist einfach die perfekte, das ist einfach original die perfekte Hand für Su. Einfach, ich hab alles. Außer Ramp, aber halt alles. Solange mir nicht mit Turn 1 diesen Imp, Flame Imp, dann Heal, Coin Heal und 3-3er und 3-3er spielen. Ja, okay, so viele Karten hat er nicht. Oh, ich habe die Coin, okay. Nevermind. Mit Turn 2 kann er das theoretisch machen. Ja, das müsste so sein. So ist eigentlich ein sehr angenehmes Matchup, wie ich finde, meine Freunde. So, das heißt, wir haben hier nichts. Und gehen hier weiter. Jetzt, okay, ich erkläre das jetzt kurz. Der Spieler ist eine Karte zum Beispiel. Hä? Nein. Als ob das dieser Crap Deck ist. Dieses Crap Deck ist. Nie im Leben. Oh, der spielt diese Karte, die Karten aus meiner Hand umtauscht. Ich muss den dann behalten, damit. Ja. Nein. Als ob das jetzt. Oh, bitte so, bitte sei mal so. Das kann niemals das. Nein! Ja, nein, alles fit. Ja, alles klar. Oh, ja, auf jeden. Ja. Ich kann das trotzdem machen. Wenn er nicht dumm ist, dann kann ich das trotzdem noch schaffen. Der Dummkopf. Einfach kurz, hat er mich kurz gerippt, Alter. Guten Abend, Mirko hat. Einfach, der hat gerade einfach die Karte meines Lebens aus meinem Deck rausgefischt. So, vor allem auf meinem Legend-Spiel, so voll lucky, beziehungsweise unlucky, aber ich gewinne trotzdem. Mit Naturalize rasiere ich den jetzt weg, der weiß das nicht, ich mach das aber. Ja, voll easy. Hauptsache der macht das nicht mit meiner Hand. Darf ein Ballschalt den, und die brauche ich auch nicht, am Ende des Tages kann die auch verschwinden, ist mir wurscht. Wie mache ich das nun? Ja, den kill ich so. Also, na, komm, den kann ich so killen. Ne? Ja, leeres Board. Dann, ist das jetzt so? Ja, ich ziehe. Nein, spiel ich nichts ohne Diss. Ich will einfach nicht King Togwaggle ziehen. Der soll erstmal diese Karte machen, dass meine Karten getauscht werden. Und dann irgendwann ziehe ich King Togwaggle. Oh Mann, nein, wenn der Dingens spielt, habe ich verloren. Skulking Geist. Komm jetzt bitte. Tyrant ist okay. Oh, ja, nicht okay, aber Tyrant ist okay. So. Tyrants easy going. Und mal Furion. Hauptsache der zieht die ganze Zeit. Dann kann ich das mit einem Naturalize packen. Dann mach ich das früh genug. Tag allerseits. Tag, mein Freund. Damit du Bescheid wisst, ich nehme gerade ein Video für YouTube auf. Hab nur ein bisschen verkackt, aber so, was soll man machen? Leben ist hart.
Warte, wenn ich jetzt swipe, dann, ja, spiele ich einfach das. Warum hat der nicht einfach diese Biology Project Kackkarten? Warum hat der nicht einfach rausgefischt mit denen? Warum unbedingt Azalina? Das ist einfach so lucky einfach nur. Ja, spiel so welche Karten. Halt deine Hand voll. Ich rasiere dich weg mit Tockwägel. Komm. Freche Sau, du. So. Die Frage ist, ob ich da. Meine Hand ist voll, das ist Kacke. Ich kann noch nicht das spielen. Ich kann nicht. Ein Damage ist jetzt auch nicht die Welt. Wie eine Scheibe. Ja, oder ich jetzt Armor nehmen soll, keine Ahnung. Ist auch egal. Ich weiß nicht, wie ich Dingens, wie ich UI spielen soll mit so einer freien Hand. Das bin nicht. Muss mir schon in den Sinn bekommen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das für ein Deck ist, was er spielt, ehrlich gesagt. Ach so, das ist, na, oder? Ist das dieses Dingens Deck? Dieses OTK vielleicht? Aber es ergibt keinen Sinn, oder? Also, wer spielt sowas? Keine Ahnung. So, und dann spiele ich jetzt. Okay, ich habe Torquemada. Das heißt, ich ziehe mich jetzt rein, behalte die beiden auf der Hand, damit er die nicht killt. Mach meine Hand leerer, die Referendare. Oder soll ich die. Ja. Ich will meine Hand leer machen. Der wird warten. Ich mach das. Ja, seine Hand ist voll. Der trifft nicht 50-50. Der hat schon alles gemacht, der wird auf jeden Fall keine 50-50 gleich treffen. Alles nur das nicht. Okay. Das heißt einmal Sternregen. Ja, ne? So. Sternregen. Das kann ich jetzt auch rausholen, weil der hat ja schon genug Mana. Ich denke mal, ich gehe mit Dingens, mit Face tanken oder Armor, weil ich weiß nicht, was das für ein Deck ist. So. Okay, die Hand wird immer leerer, das heißt, ich habe eine 2, 4, 6, nichts unheimlich, 7. 7 minus das. Immer noch zu viele Karten auf der Hand. Wobei, ich habe gar nichts mehr, was ich brauche, theoretisch. Okay, Naturalize vielleicht. Okay. Ja, vielleicht spiele ich die auch, dann kann ich die umsonst spielen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht. Aber dann weiß er, dass die meine Hand ist. Darauf habe ich keine Böcke. Wie viele Karten haben wir? Na, ist noch too much. Der eine Turn wird mich dann. Ja, der ne. Ich mach das jetzt. Als ob der so ein Crap spielt. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Bitte dich. Ja, ich gehe auf UI jetzt. Und was kann ich alles millen? Ich kopiere seine Hand. Was soll ich das machen? Nein, ich gehe auf UI. Aber mit Coin vorher, naja. Auf Face sogar.
Weil ich nächste Runde den Naturalizer. Nicht nächste Runde, aber ja, sehr bald. Control Warlock, ja. I see. Danke, Bro. Hab ich schon eine gemüllt? Oder eine über Overdraw? Hä? Warum hab ich keine Overdraw? Ja, das ist kein Problem. Easy. Aber das Ding ist, vielleicht hat er noch diesen, Mal, diesen einen Gul'dan im Deck. Wenn ich dann das Deck tausche, dann habe ich Instant gewonnen. Aber sowas von Instant. So. Ich glaube, ich hole mir Armor. Oder... Einmal Armor reicht. So. Das heißt so. Ich ziehe einmal. Das geht dahin. Hier ziehe ich noch einmal. So, die Funktion kann ich dann machen. Wie lange habe ich jetzt schon? Boah, das Video geht so lang, egal. Boah, bitte nicht. Ja, dafür habe ich die behalten. Danke. Boah, sehr gut. Das war so wichtig. Nein! Ja, so gut, so gut. Und jetzt muss ich den auf 10 machen, damit der das nicht kriegt, oder was? Und dann noch 7 Karten und die nehme ich dann. So, ne? Ist das so? So, das heißt, der hat diese Coin nicht bekommen und der hat, ey, der hat noch voll wenig Leben. Ey, Azalina war... Wie? Mistake. Snabashlu. Gul'dan. Was kriegt der jetzt? Und den. Das war dann falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Ja, aber der kriegt jetzt halt mega Fatigue. Das ist halt das. Ich kann jetzt attacken, attacken, attacken. Ne? Also ich geh drauf. 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 Discard two random cards, kann man machen, oder? Weil ich hab nur Müll. Ja, die hätte ich... Ja, hätte ich vorher spielen sollen, ist aber egal. Dann ziehe ich vielleicht, oder... Warte ich noch. Dann gebe ich Attack. Oder Armor. Ich hab eh genug Armor. So, ich mach das mal. Ich hab genug Armor, das wird nicht ändern. Der hat ja diese Dings. Der mich, der killt mich ja direkt. Deswegen, das reicht. Ja, das ist toll. So. Soll so sein. Aber UI kann ich ja jetzt spielen, aber dann auch dann mit Join Fatigue. Ist jetzt die Frage. Okay. Ja. Wie viel Mana habe ich hier mit? Eins mehr, ne?
ich kann das gerade. Wenn ich das mache, habe ich 8 Mann, dann habe ich auch 9. Ja doch, das geht. Also wenn ich das mache, habe ich 8, dann habe ich damit wieder 9. Das heißt, ich kann den killen. Aber ich kann mir Armor holen. Wie viel hat er da? Wie viel muss er davon? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist das Problem, viele Fälle Hunter und so weiter und so fort, der spielen muss. Okay. Ja, ich habe halt 5 Reach hier. Macht er das wieder? Okay. Ich hab 5 Reach, so. Oh, das ist so gut. Ey, bitte gib mir was Gutes. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Karten ziehen. Talnos. Ne, wenn ich hier mit Dingens ziehe, behalte ich ihn. Bis 6, 6, dann 10, 10. Okay. Soll ich ziehen, weil dann fatigue ich auch. Und dann habe ich alle Karten, die ich brauche. Ja, ich ziehe mal. Okay, das ist gut. Eule, das ist auch gut. Ja, mit der Eule hätte ich. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Soll ich jetzt Board leer machen? Ja, ne? Dann fatigue ich aber auch. Und dann kann ich das spielen. Manchmal dann 2 Damage. Sieht das jetzt gut aus oder ich weiß es nicht. Final? Was heißt das jetzt? Hat der jetzt. Achso, nee. Okay. Muss ich jetzt face oder was muss ich jetzt machen? Ich muss ihn jetzt pushen. Weil nächstes Mal habe ich dann noch die Reach. Nächstes Mal habe ich die Reach mit Dingen. Ah, ich hätte den clearen müssen, wa? Ich bin so ein Idiot. Ich hätte den clearen müssen. Auf jeden Fall. 1000% sogar. Frostmourne. Ist ja genau aus der Reach raus. Easiest game of my life. Also, mit wie viel bin ich jetzt hier rein? So. Okay, das ist voll das lange Video jetzt auch, aber so. Ich mach mal die Deckliste kurz auf, die tue ich dann auch in die Beschreibung rein. Das ist jetzt nicht das Problem. Und das Pack mache ich auch auf. Ich mach kurz den Innenkeeper weg, weil ich hasse das. Menschen. So. Also das ist das Deck. Gänsehautspiel.
Das ist das Steak. Copy kann ich machen. Dann mache ich das gleich mit in die Beschreibung rein. Also den Deckcode. Ansonsten mache ich kurz das auf. Das Pack. Und zeige euch dann noch kurz mein Dings. Meine ganzen Games halt auf. Auf, ja. Auf dieser App da. Ich keine Ahnung, wie der ist. Add 2 Sparks of Watch. Discover a copy of a Minion in your Bonus Deck. Okay, nice. Ja. So, dann zeige ich das mal jetzt kurz. Eine Sekunde. Also Fenster auf, ne? Trackerboard. So. Mich sieht man jetzt nicht, aber ist auch egal. Oh. Ja, keine Ahnung. Ich habe das ein bisschen. Oh, ich habe das so verkackt. Weil das nicht Vollbild war. Moment. Sorry, sorry, sorry. So. Aber ja, keine Ahnung. Also, sieht man das jetzt so alles? Warte, wenn ich jetzt hier auf die History gehe, sieht man das dann noch? So. Okay, das sind alles die Spiele. Ba, 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 ba. Pech, 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 pech. Und man sieht sogar, wo Wednesday habe ich angefangen. Also das war der letzte Monat, da habe ich Wednesday angefangen. Das heißt, ich habe gar nicht gespielt. Wednesday sogar zufällig einfach gespielt und da kam die Expansion raus. Das war einfach voller Zufall, ich wusste das nicht mal. So, dann Thursday. Das ist aber alles noch Lich King. Das ist noch mit Maligos drin. Das ist Azalina schon. Das heißt, hier irgendwo bei einem Loss. Naturalize Excess Mana. Flame Imp. UI. Ja, hier ungefähr. Hier habe ich angefangen zu spielen. Hier habe ich halt, man sieht halt, ich habe fast nur gewonnen. Und von welchem Rang habe ich angefangen? Von 4, ne? Jo, das heißt, ich war auch kurz auf 5. Dann von 4. Easy. Mit dem Deck durchgerusht. So kurz gezeigt. Und dann. Was würdest du machen, wenn du. Ja, okay, das ist was anderes. Gute Nacht, AK, und Grüße an deinen Philipp. Grüße an AK. Und halt Grüße an Philipp aus der 6B. Aus welcher Schule war das? Walter Stein Gymnasium. So sieht das aus, du komischer Kaut und rosiger Haut. Wollte ich auch mal was gesagt haben. Und ja. Also, ich streame jetzt weiter, aber ich mache das Video jetzt zu Ende. Gebt mir dann einfach einen Daumen hoch auf YouTube und abonniert mich. Und auch die ganz im Stream sind, ihr könnt mich auch auf YouTube abonnieren, dann seht ihr das Video nochmal. Falls ihr jetzt, ihr könnt auch zurückspulen, ist ja scheißegal. Ja, also, das war's mit dem Video. Ich verlinke hier irgendwo die ganzen Videos, ich mache das irgendwie. Aber ich schmeiß das Video zu Ende. Also, ciao.